In der heutigen Challenge wird jeder einzelne Mob, der normalerweise in einer Minecraft-Welt spawnt, durch einen neuen Custom-Creeper ersetzt. Je nachdem, um welche Kreatur es sich dabei gehandelt hat, droppen diese Monster passenden, teilweise extrem starken Loot, können aber auch deutlich krassere Explosionen hinterlassen. Mein Ziel ist es, in diesem Video jeden einzelnen von ihnen inklusive der 7 neuen Custom-Creeper zu töten und so am Ende ins End zu gelangen. Glaubt mir, tickende Zeitbomben an jeder Ecke zu haben, macht das Spiel nicht gerade einfacher und zu allem Übel wurde natürlich auch der Enderdrache ersetzt. Viel Spaß. Yo, also was zur Hölle? Normalerweise war eigentlich gerade mein Plan, dass ich mir erstmal die Standard-Tools ranhole, euch erkläre, um was es so geht in der Challenge und so. Aber jetzt guckt euch einfach mal das an. Direkt hinter mir ist einfach ein Rune-Portal. Und als wäre das noch nicht genug, ist einfach direkt vor mir ein Wüstentempel. Naja, aber ich denke, dass wir auf jeden Fall gute Ausrüstung auch brauchen werden, weil die heutige Challenge könnte extrem schwierig werden. Das Ding ist, generell kann man es eigentlich relativ einfach erklären, es wurde einfach jeder Mob mit einem Creeper ersetzt. Das Problem ist, es handelt sich dabei natürlich nicht um normale Creeper, das wäre ja ein bisschen langweilig, sondern um Custom Creeper. Je nachdem, welche Tiere durch das ersetzt wurden, droppen diese Creeper, wenn man sie tötet, also unterschiedlichen Stuff. Außerdem gibt es sogar neue Creeper, das bedeutet, es gibt zum Beispiel einen Diamant Creeper, es gibt einen Leder Creeper und so, obwohl ich alles nicht weiß, was wir durch die bekommen können. Das einzige Problem, je nachdem, wie gut die Creeper sind, gibt es auch eine unterschiedliche Explosion. Das bedeutet, wenn sich jetzt so ein kleiner Kuh-Creeper an uns anschleicht, dann sollten wir hier eigentlich gar keine Probleme haben. Aber wenn wir dann irgendwie später auf einen Diamant- oder Obsidian-Creeper treffen, dann könnte das Ganze nochmal anders aussehen. Ah ja, und falls ich das noch nicht erwähnt habe, insgesamt gibt es 22 neue Creeper und ich will natürlich alle von ihnen sehen und töten, das ist klar. Oh mein Gott, seht ihr die Kollegen da drüben? Wir gehen da gleich hin, aber glaubt mir, ich weiß jetzt schon, dass die es in sich haben. Oh mein Gott, da ist der erste Creeper. Da ist der erste Creeper. Okay, guckt ihn euch an. Ich kenne die ganzen Texturen nicht. Ich weiß nicht, was es eigentlich für ein Monster sein sollte, beziehungsweise für ein Mob. Aber das Gute ist ja, die Drops sind auch custom. Dementsprechend können wir versuchen, den zu töten und finden das so schon heraus. Okay, wir müssen konzentriert bleiben. Wir haben noch kein Schild. Wir sollten nicht zu nah rangehen. Oh! Okay, wir haben Bücher und Fleisch bekommen. Wie es aussieht, war das Ganze mal eine Kuh. Also eigentlich sind Creeper ja fehlgeschlagene Schweine damals geworden. Kleiner Fun Fact. Aber das hier ist einfach eine fehlgeschlagene Kuh gewesen. Oh mein Gott, aber wie der sich gerade schon wieder angeschlichen hat, hat mir wirklich gar nicht gefallen. Den einzelnen Baum hier nehmen wir natürlich auch noch mit, weil Holz ist immer praktisch. Und dann würde ich sagen, looten wir doch direkt die beiden Strukturen, die hier am Spawn waren. Bisschen Gold können wir mitnehmen, Flint ist gut, aber... Ja, aber sonst war das jetzt irgendwie nicht so das Überwältigendste. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Eisen in dem Wüstentempel, weil dann kann ich wenigstens die Goldblöcke mitnehmen. Wobei, wartet mal. Wenn jeder Mob zu einem Creeper ersetzt wurde, außer aus irgendeinem Grund Hasen, keine Ahnung, warum die normal sind, dann bringt uns ja Gold eigentlich auch nichts. Also das Ding ist, mit Gold kann man ja normalerweise eigentlich mit Piglins traden, aber das werden auch Creeper sein. Und die Creeper greifen uns ja auch so an, egal ob wir Goldrüstung tragen oder nicht. Oh Gott, hier, da ist ein Creeper. Da ist, oh mein Gott, da sind zwei Creeper. Oh Gott, das ist so intens. Wir müssen uns heute wirklich bei allem, was wir sehen, konzentrieren. Aber was sind das auch hier für Creeper? Das könnten Eisen-Creeper, es könnten aber auch Skelett-Creeper sein. Bin mir nicht so sicher, was Drop... Es sind Eisen-Creeper. Es sind Eisen-Creeper. Wir kriegen richtig viel Eisen. Yo, wir haben 17 Stück nur durch die beiden bekommen. Das Ding ist, ich glaube allerdings auch, dass Eisen-Creeper wirklich eine große Explosion haben. Und ich weiß, das ist verdammt dumm, aber wir müssen uns das anschauen. Okay, wir haben ja ein Schild. Eigentlich kann uns nichts passieren. Geh in die Luft. Geh in die... Das ist keine normale Creeper-Explosion. Oh mein Gott, das wird richtig gefährlich heute. Okay, wir nehmen uns hier erstmal ein bisschen TNT mit, weil dann können wir die Creeper mit ihren eigenen Waffen schlagen und sie einfach in die Luft sprengen. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir hier in den Kisten finden werden. Also dann, Kiste 1. Okay, bisschen Gunpowder. Strings sind sehr, sehr gut. Hier Emeralds, die uns auch gar nichts bringen, weil wir können nicht mit Villagern traden, genau wie Gold. Und jetzt kommen wir zum OP-Gold. Irgendwann wird's klappen. Naja, also dann wird Zeit, sich mal wieder nach draußen zu bauen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir nutzen die Nacht und checken mal ein paar andere Explosionsschweine ab. Das linke sind Lapis-Creeper und das rechte könnten Ender-Creeper oder Obsidian-Creeper sein. Okay, wisst ihr was? Ich sehe sonst keine in der Nähe. Wir gehen drauf. Wir gehen drauf. Okay, der erste darf explodieren. Ich will's eigentlich nicht mit mehreren auf ein... Was ist das? Was ist das? Das ist nicht normal. Warum machen die so eine große Explosion? Und es war ein Obsidian-Creeper und der andere hat ihn getötet. Oh mein Gott, das ist so gut. Wir haben 15 Obsidian. Wir können jetzt schon in den Nether. Okay, aber ich will trotzdem herausfinden, was passiert, wenn ich so einen töte. Komm, weg mit dir, Creeper. Bitte nicht explodieren, wenn ich nicht blocke.
Nein! Oh mein Gott! Das ist kein Lapis-Creeper. Das war ein Enchantment-Creeper. Und die geben mir einfach enchanteten Stuff. Also das ist voll gut, aber die zu töten, wir haben die Explosion gerade gesehen, wird extrem gefährlich. Aber solange hier welche so einsam sind, müssen wir die mitnehmen. Und wie es aussieht, gibt es Husks scheinbar auch ganz normal. Oh mein Gott, nochmal dieselbe Rüstung? Wir hatten die doch gerade erst. Curse of Vanishing, danke für nix. Boah, ich würde mir eigentlich auch gerne mal die normalen Creeper anschauen. Aber was ist das jetzt schon wieder? Das sieht aus wie ein Sandcreeper, aber sowas sollte es nicht geben. Es ist super riskant, aber wir müssen ab und zu einfach ein paar töten und so herausfinden, was sie für Stuff droppen. Leder! Okay, das sind Leder-Creeper. Die gibt es scheinbar auch. Oh, und die droppen Lederrüstung und Leder an sich. Die sind jetzt nicht so sinnvoll. Okay, wer ist er? Das ist kein Enchantment-Creeper, aber das könnte ein Dia-Creeper sein. Das hier könnte ein Diamant-Creeper... Es ist ein Diamant-Creeper. Es ist ein Diamant-Creeper 49. Und das ist noch einer. Okay, also die Creeper, die wir zu Beginn sehen, sind ja... Oh, das war dumm. Sind ja voll OP und machen auch wirklich eine riesige Explosion dafür. Wisst ihr was? Ich muss mich einbauen. Wir müssen uns erstmal mit den Dias was craften. Wir müssen erstmal klarkommen auf unser Leben. In der Nacht ist es viel zu gefährlich. Alright, also dann erstmal noch Dia-Schuhe und einen Helm. Den Rest haben wir ja schon. Weg damit. So, ich würde sagen, damit können wir dann auch schon wieder rausgehen. Psych! Oh mein Gott, ihr habt's wirklich geglaubt. Als ob ich mir nicht direkt zu Beginn eine Jukebox mache. Das ist doch selbsterklärend. Let's go! Wichtig! So, was bist denn du für ein Kollege? Ich glaube, dich kenne ich nicht. Oder bist du aus Eisen? Pfeile? Das könnte ein Skelett-Creeper gewesen sein. Das löst alle unsere Probleme. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie soll ich an Bogen und Pfeile kommen? Aber Skelett-Creeper droppt mir einfach direkt einen halben Stack. Wie wunderbar. Und außerdem möchte ich mal den Kollegen da drüben mir kurz anschauen. Was bist denn du für einer? Bist du ein Ender-Creeper? Was ist denn lila? Er droppt gar nichts? Okay, also das gerade könnte theoretisch wirklich ein Ender-Creeper gewesen sein. Aber ich glaube, da ist es wie bei Enderman, dass sie halt einfach nicht immer droppen, deswegen. Oh, wisst ihr was? Wir gucken uns mal den normalen Creeper an. Hallo, Kollege. Schön, dass auch du da bist. Oh, endlich mal wieder ein vertrautes Gesicht, das aber was anderes als normalerweise droppt. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, wer er hier ist. Aber die normalen Creeper droppen einfach TNT. Und das hier war ein Gold-Creeper. Klar, wir brauchen kein Gold, weil wie gesagt, es gibt keine Picklins und sonst ist das komplett unnötig. Aber wir wissen, dass sie existieren. Das ist sehr nice. Ich glaube, ich gehe mal wieder in Plains-Biom, weil da finden wir die besten und sinnvollsten Creeper. Da bekommen wir Essen, da bekommen wir ein Bett vielleicht und ich glaube, das brauchen wir alles. Oder wir gehen mal in ein Dorf. Das einzige Problem, ihr seht schon, es gibt heute keine Dorfbewohner. Das sind natürlich auch Creeper. Katzen scheinen aber auch weiterhin zu existieren. Sehr, sehr weird. Dann kümmern sich die Creeper darum, obwohl die ja eigentlich Angst davor haben. Okay, ich muss mir das kurz angucken. Ich will wissen, was ein Villager-Creeper so droppt. Hey, Kollege, bist du Fletcher? Hast du Lust mit mir zu traden? Was geht ab? Yo, Fletcher? Ich gebe dir Emeralds, du gibst mir... Pfeile? Scheinbar war das ein Weizentyp. Wir bekommen Weizen und Emerald-Blöcke. Danke, Spiel. Ich kann damit eh nicht traden. Na gut, also wie gesagt, die Emerald-Blöcke brauchen wir nicht. Für einen Flex ist es trotzdem ganz cool. Das Essen nehme ich aber auf jeden Fall mit. Das kann mir keiner nehmen. Yo, wisst ihr, was mir gerade auffällt? In einem Dorf gibt es ja normalerweise nicht nur Dorfbewohner, sondern auch einen Eisengolem. Aber der müsste ja eigentlich auch ein Creeper sein. Hallo, ist hier irgendwo der Eisengolem-Creeper? Bist du? Der sieht anders aus. Das hier könnte... Er bekommt kein Knockback! Es ist ja ein Eisengolem! Oh mein Gott, der hält auch mehr auf. Der hält auch viel mehr aus. Das wird ein richtig harter Kampf. Und hochbauen bringt ja auch nichts. Das wird richtig schwierig gerade. Ich will aber nicht, dass er explodiert. Ich will wissen, was er droppt. Er muss krassen Stuff droppen. Er hält so viel aus. Das ist geisteskrank. Er muss was Heftiges droppen. Er ist ja wie so ein kleiner Mini-Endboss. Er ist down. Oh, Eisenblöcke und eine Potion. Resistance, okay. Okay, ich habe mir was Krasseres erwartet dafür, dass er so schwierig zu bekämpfen war. Aber Resistance könnte auf jeden Fall für den Enderdrachen- bzw. Enderdrachen-Creeper-Kampf sehr praktisch werden. Ja gut, also allzu sinnvoll sind Dörfer hier eigentlich gar nicht. Außer, dass wir uns hier natürlich endlich mal ein Bett mitnehmen können. Alright, also dann, weiter geht's. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Tier-Creeper sehen. Yo, der Bree da vorne ist einfach orange. Also das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Was machst du? Aus was be... Das ist ein Schaf! Oh, sick! Und statt Wolle bekommen wir einfach Instant-Bett. Jetzt haben wir zwei. Cool. Wisst ihr was? Wir müssen uns auch mal eine Explosion von dem kleineren Creeper anschauen. Also dann, habt im Hintergrund die...
Diamantexplosionen im Vergleich dazu ist das hier doch wirklich ein Witz. Yo, wer ist denn er? Ein pinker Creeper, das könnte ein Schwein sein. Und es ist halt lustig, weil ja, wie gesagt, Creeper sowieso aus Schweinen entstanden sind. Dementsprechend... Oh mein Gott, das war... Oh, es sind Schweine-Creeper. Aber sie droppen nicht nur Schweinefleisch, sondern dazu auch goldene Karotten. Die kommen aber trotzdem weg, weil wir haben mehr als genug Essen. Boah, ich würde halt unbedingt gerne noch ein paar mehr Skelett-Creeper für Pfeile mitnehmen. Das Ding ist nur, ich glaube, dafür wäre es sowieso am klügsten, wenn wir in den Nether gehen. Das Ding ist, da spawnen ja am meisten Skelette. Wir wollen ja sowieso dahin, um Blazewords und Enderperlen zu farmen. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu früh ist, weil wir sind gerade mal eine halbe Stunde in der Challenge. Aber ich baue mir hier direkt mal mein erstes Nether-Portal auf. Und dann können wir uns ein kleines Feuerzeug herstellen und direkt mal super entspannt in den Nether gehen. Okay, wir haben da drüben zwei sehr wie weirde Creeper, genau wie da hinten. Ich bin mir nicht sicher, das könnten Piglins oder Zombie-Piglins sein. Naja, gucken wir uns mal an, was sie droppen, dann wissen wir, denke ich, auf jeden Fall mehr. Ich denke, es sind Piglin-Creeper. Ich glaube, wir sollten uns einfach schnell daran machen, irgendwie eine Festung zu finden. Ich will eigentlich nicht so lange im Nether bleiben. Oh mein Gott, das ist so perfekt. Seht ihr das? Das ist so ein perfektes Timing. Wir haben so einen geilen Spawn. Ich bin so glücklich gerade. So, ich mache mir am besten erstmal einen Bogen. Das ist sehr wichtig. Habe ich davor nämlich auch noch nicht gemacht. Und ich hoffe einfach mal, dass der halbe Stack Pfeile... Geh weg von mir, Kollege. Ich hoffe einfach mal, dass der halbe Stack Pfeile reicht und wir uns so irgendwie befreien können. So, Piglin Creeper, dich können wir relativ easy damit aus dem Weg räumen. Wer ist er da oben? Wer ist der Bre? Was hat er gedroppt? Ich sehe es nicht. Hallo, was hast du mir gegeben? Pfeile! Das war ein Skelett. Oh mein Gott, ich habe gerade davon gesprochen. Das ist so wunderbar. Die gelben Kollegen müssen eigentlich Blazes sein. Okay, das müssen wir kurz auschecken. Zack, der erste ist down. Okay, der hat mich gesehen, aber der kann eh nicht herkommen, der Vollidiot. Wurde da was gedroppt? Blaze Rods. Blaze Rods! Und direkt zwei. Die haben eine gute Drop Rate. Das da vorne sollte nochmal eine Blaze sein. Immer gut umschauen. Der Creeper sieht gut aus. Könnt ihr mir auch ein paar Blaze Rods droppen, wenn es ihm nicht ausmachen würde. Sehr schön. Eine nehmen wir immer mit. Oh, und außerdem hier rechts eine Kiste mit OP-Goldapfel. Geil. Irgendwann klappt's mal. Oh mein Gott, Wither-Skelett-Creeper. Er hat ein Buch gedroppt. Als ob Wither-Skelette lesen. Fire Aspect 10? Willst du mir erzählen, dass Wither-Skelette manchmal OP-Bücher droppen? Also der hier hat jetzt nichts gedroppt, aber Fire Aspect 10 bringt ja auch gar nichts, weil 1 ist das Einzige, was man braucht. Aber trotzdem crazy. Wir können jetzt noch ein bisschen durch den Soul Sand laufen. Vielleicht finden wir mehr Skelett-Creeper. Wenn wir uns noch ein paar Pfeile mitnehmen können, weil das reicht mir nicht für den Enderdrachen-Kampf, beziehungsweise Enderdrachen-Creeper-Kampf. Aber dann sieht das hier sehr gut aus. Okay, wir haben 3 Stacks Pfeile. Ich glaube, das reicht. Im Notfall finden wir auch ein paar mehr Skelett-Creeper in der Overworld. Okay, also theoretisch haben wir alles, was wir hier brauchen, außer Enderperlen. Ich könnte richtig langsam und richtig langweilig in der Overworld farmen. Oder ich riskiere mein Leben, suche in Warp Forest und farm da dann relativ schnell. Wisst ihr was, Freunde? Wir machen einen kleinen Deal. Ich denke, das ist fair. Ihr lasst jetzt ein Like auf dem Video da und abonniert meinen Kanal, damit ihr sowieso nie wieder was verpasst von meinen Videos. Und ich riskiere dafür mein Leben und gehe für Content auf die Suche nach einem Warp Forest. Okay, so machen wir das. Einmal Hand drauf, bitte. So, und wer jetzt noch nicht abonniert hat, der ist ein schlechter Mensch, weil ich riskiere jetzt mein Leben. Let's go! Der Warp Forest und damit unsere Quelle für Enderperlen. Okay, jetzt bloß keinen Fehler machen und alles wird gut. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Ich hoffe, ihr kennt das SpongeBob-Meme. Sei bloß vorsichtig. So, komm einmal her, mein Freund. Ja, no way. Okay, zum einen Enderperlen müssen wir mitnehmen. Das ist ja das Ziel, weswegen wir hier sind. Okay, zwei Stück packen wir ein. Zum anderen aber auch einfach eine verzauberte Schallplatte. Also wie random ist das? Ich verstehe es nicht, aber es freut mich. Eine Teleport-Disc? Was? Ich habe mich wegen der Schallplatte gefreut, weil ich mir dachte, ey, meine Jukebox bekommt einen Sinn. Aber eine Teleport-Disc? Was können wir damit tun? Wir können uns porten. Also sollte gar keinen überraschen. Aber das ist richtig gut, um vor Creepern wegzurennen und so. Vorher allerdings, ich weiß, ihr wollt das alle wissen. Kann man eine Teleport-Disc abspielen lassen? Nö. Und wir können uns auch leider nicht in die Jukebox porten. Warte mal. Die droppen auch deutlich mehr als normaler Enderman. Wir haben 21 Stück, das reicht. Ihr wisst ja, ich bin super schlecht im Portalraum finden. Immer wieder. Aber 21 Stück reichen sogar für meine Skills.
Und jetzt ganz schnell raus. Das ging am Ende jetzt schneller, als ich gedacht habe. Aber besser ist es. Ich hatte viel zu viel Angst. Oh mein Gott, wir kommen wieder in die Overworld. Bitte in keine Höhle. Oh mein Gott, das ist so klar. Hier ist ein Spawner, der Zombie-Creeper spawnt. Und Zombie-Creeper droppen scheinbar auch irgendwas Neues, was man nicht von ihnen erwartet. Okay, Spawner ist abgebaut. Alles gut. Erstmal perfekt. Wir sind in der Höhle gespawnt. Genau das, was ich nicht wollte. Zweitens, wir haben das erste Mal einen Zombie-Creeper zerstört. Da können wir den auch abhaken. Ja, und drittens, der hat kein verrottetes Fleisch, sondern stattdessen einfach eine Levitation Potion gedroppt. Ich meine, das kann nützlich sein, wenn uns der Enderdrache in die Höhe schleudert. Nee, die bringt uns gar nichts. Die hauen wir weg. Dafür finden wir jetzt hier zwei OP... Oder in einer Kiste finden wir einen OP-Goldapfel. Ja, es ist passiert! Es ist passiert! Es ist passiert! Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber seit Monaten sage ich in jeder Challenge, wenn ich eine Kiste finde, darin wird ein OP-Goldapfel sein. Immer mit einer 2% Chance. Und ich wusste, dass es irgendwann soweit sein wird. Ich wusste, es wird irgendwann passieren. Und da haben wir ihn. Da haben wir endlich den OP-Goldapfel auf Ansage. Nachdem ich das ungefähr insgesamt 200 Mal angesagt habe, aber es ist trotzdem was Besonderes. Oh mein Gott, ich bin gerade so glücklich. Ich bin so glücklich, dass wir das hinbekommen haben. Oh mein Gott, und wenn wir eh schon unter der Erde sind, können wir eigentlich auch direkt den nächsten Creeper mitnehmen. Das Ding ist, insgesamt fehlt uns nur noch der Emerald-Creeper, der Silberfisch-Creeper, der Spinn-Creeper und der Enderdrachen-Creeper. Silberfisch-Creeper und Enderdrache kriegen wir im Stronghold dann auf jeden Fall hin. Der Emerald-Creeper weiß ich noch nicht, wo der spawnt. Könnte einfach random an der Oberfläche sein. Aber ein Spinn-Creeper sollte hier in der Höhle auf jeden Fall drin sein. Wir müssen aber wachsam bleiben. Ah, wisst ihr was? Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Wir bauen uns wieder nach oben. Okay, hier haben wir eigentlich eine gute Chance, auf einen Spinn-Creeper zu treffen, den wir noch brauchen. Und ein Emerald-Creeper wäre auch cool, der müsste ja eigentlich grün sein. Wobei das da drüben sollte eigentlich ein normaler sein. Vielleicht droppt er aber auch Emeralds. Dann hätten wir das auch abgehakt. Das war ein Emerald Creeper. Wie konnte ich das nicht sehen? Let's go, Freunde. Das bedeutet, uns fehlt hier, bevor wir in den Stronghold gehen, nur noch der Spin Creeper. Und das ist doch der hier. Hallo, kleiner Spin Creeper. Guck mich mal an. Ja, okay. Das ist definitiv eine Spinne. Die erkenne ich 20 Meter gegen den Wind. So, die wurde zerstört. Was droppst du? Ganz viele Fäden, hätte man sich denken können. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir die letzten beiden Overworld-Creeper abgehakt und können uns theoretisch auf die Suche nach dem Stronghold machen. Einmal Ender-Augen, bitte. Und ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Einmal in die Richtung, das ist drin. Und unser Ender-Auge geht kaputt. Oh Mann, hätte ich bei dem TikTok, was ich in der letzten Folge getestet habe, besser aufgepasst, dann könnte ich das jetzt perfekt berechnen. Ach ja, by the way, wo wir gerade schon dabei sind, schaut euch sehr, sehr gerne als nächstes nach diesem Video die letzte Folge vom TikTok-Testen-Video an. Das war sehr, sehr cool. Einmal ein neues Auge, bitte. Und es geht weiter in die Richtung. Ist in Ordnung. Und es geht wieder kaputt. Sehr schön. Oh mein Gott, bitte nicht in den Zauberwald. Bitte lass mich nicht in den Zauberwald rein. Das ist der schlechteste Ort für Creeper. Oh mein Gott. Das könnte verdammt riskant werden, aber wir müssen da durch. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht, wa? Yo. Hä? Ich habe gerade aus Versehen Augen geworfen und wollte eigentlich die Teleportationsdisk werfen. Sind die gerade zurückgegangen? Nein! Das ist ein geisteskranker Zufall. Ich wäre gerade eigentlich, wäre ich gerade straight in diesen Wald reingelaufen. Ich wollte mich eigentlich porten. Zum Glück bin ich aber so blöd und habe aus Versehen Enderaugen geworfen. Und so haben wir das genau über dem Stronghold getan. Ja, perfekt. Dann können wir uns hier doch direkt mal runtergraben. Was soll denn der Geiz? Ich bin gerade voll überwältigt. Das läuft richtig gut heute. Und das Geile ist, wir sind ja noch in der 1.17. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren damals die Welten noch nicht so tief. Yo, guckt euch das an, da ist er. Wir haben's. Hey Kollegen, zeigt mal, was ihr... Ihr seht irgendwie komisch aus. Oh, aber ihr droppt guten Stuff. Ihr droppt verzauberte Bücher. Was sind denn das für Bücher, wenn ich fragen darf? Aqua Affinity, Piercing 2. Okay, ich sag's euch, wie es ist. Klar, wir könnten jetzt hier die ganze Zeit Bücher farmen, könnten uns wieder einen Amboss zusammen farmen, könnten dann ganz viel verzaubern, müssten noch mehr Creeper farmen für XP farmen. Oder wir ignorieren die Bücher einfach und spielen jetzt endlich mal Minecraft durch. Bevor wir da jetzt allerdings rankommen und die ganzen Augen platzieren, habe ich natürlich noch eine kleine Frage für die Kommentare an euch. Bis auf den Enderdrachen-Creeper haben wir ja bis jetzt eigentlich alles gesehen und ich bin sehr gespannt, was bis jetzt euer Lieblings-Creeper war, sowohl vom Loot, aber auch von der Explosion. Bei mir war es auf jeden Fall der Enchanted-Creeper oder der Enderman-Creeper wegen dem Teleportationsding. So oder so, ich bedanke mich für jeden Kommentar, das pusht nämlich immer ordentlich den Algorithmus, das ist sehr, sehr nice, danke an euch.
nicht. Ja, und damit füllen wir auch schon das Endportal auf. Ich habe so Angst. Ich weiß nicht, was kommen wird. Aber wir müssen es tun. Okay, wir spawnen unter der Erde. Das ist sehr gut. Das bedeutet, hier sind in nächster Nähe schon mal keine Creeper. Schaut euch die an. Schaut euch die Herzen an. Es ist alles voll. Okay, und wo ist der Enderdrache? Es war so klar. Mein Gott, das wird richtig schwer. Ich meine, guckt euch das an. Ich kann nicht mal stehen bleiben, um ihn euch zu zeigen. Was zur Hölle ist das? Ich wusste ja, dass er anders aussieht, aber dieser Enderdrache hat nichts mehr mit einem Enderdrachen zu tun. Oh mein Gott. Er regeneriert nicht. Aber er macht safe super viel Schaden. Versteh mich nicht falsch. Das ist ein schwieriger Boss. Aber er kann nicht regenerieren und ist weg. Woher kommen die Feuerbälle? Wo ist der Endboss? Der Endboss ist weg. Okay, ich würde sagen, wir zerstören einfach trotzdem mal die Kristalle, einfach weil das gehört sich so. Aber ich bin super verwirrt gerade. Oh, sehr wichtig, der ist auch weg. Der, genau wie der Endboss. Der Endboss, der Enderdrachen-Creeper, ist weg. Keine Ahnung, ich glaube, den finden wir nie wieder. Der ist irgendwie da hinten ins Void geschwebt und ist durchgezogen, kommt nie wieder zurück. Dementsprechend, ich kann es nur ausprobieren. Ich gehe jetzt einmal in den Spectator-Modus. Erschaffe hier einen weiteren Ender-Dragon-Creeper. Und dann versuche ich einfach mal gegen den zu kämpfen. Oh mein Gott, das ist easy. Das ist meine einfachste Übung. Der ist fast down. Yo, er sieht richtig wütend aus auf jeden Fall. Und kommt mir schon ziemlich nahe. Ich würde da gerne mal eine Beschwerde einlegen. Aber er hält kaum was aus. Er ist so gut wie down. Er ist last hit. Wir können ihm den letzten Hit geben. Und ich denke, es ist offensichtlich, dass wir dafür TNT nehmen. Also ich nehme ja immer ein Item, was mit der Challenge besonders viel zu tun hat für den letzten Hit. Und ich denke, TNT ist nur logisch, weil Creeper explodieren und wir besiegen sie sozusagen mit ihrer eigenen Waffe. Also dann, Kollege, hau rein. Oh, oder hau doch noch nicht rein. Warum lebst du noch? Wisst ihr was? Wir machen's so. Oh mein Gott, das klappt. Das klappt! Wir haben den Enderdrachen-Creeper besiegt. Und zwar einfach mit TNT. Auf die coolste Art und Weise. Und wären direkt danach fast draufgegangen. Freunde der Sonne, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit der Challenge wie ich. Bis auf das Ende fand ich es wirklich extrem cool und das hatte ja irgendwie auch was. Falls ja und falls ich euch unterhalten konnte, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne jetzt als nächstes mal die letzte Challenge in der Infocard anschauen. Ich wünsche euch noch einen explosiven Abend. Haut rein und ciao.